Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. Woo! Und unsere Tapire sind schwanger, die kriegen bald Babys. Und wir haben auch noch ganz viele neue Tiere im Park, die wir nachher reinholen. Und da bauen wir Gehege. Woo! Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass unsere Tapire, also wir haben unsere Tapir-Dame, ist schwanger. Tosi ist schwanger und sie kriegt im November kriegt sie Nachwuchs. Da bin ich schon extrem gespannt drauf. Und ich glaube, das Essen gammelt hier ein bisschen, oder? Ja, das sieht sehr gut aus, das Essen. Ich weiß nicht, ob Ichtaka das essen sollte. Ja, die Qualität der letzten Mahlzeit war vielleicht auch nicht so toll. Naja, okay. Hoffen wir mal, dass alles gut geht und die Tapire wunderbare Kinderbabys zur Welt bringen. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los, ey? Hier staut es sich gerade schon wieder. Die Frage ist, warum? Also irgendwie manchmal stehen die Leute einfach so sinnlos in der Gegend rum und man fragt sich, was machen die denn da? Und das ist, glaube ich, noch so ein Problem aus der Beta grundsätzlich. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, dass wir die so ein bisschen diesen Pulk hier auflösen. Also die Menschen, die hier so rumstehen. Die ich sie einfach ein bisschen hier wegschiebe. Okay. Gut. Stimmt, wir haben ja noch ein Faunproblem. Ach, da war ja noch was. Und ich spiele natürlich auch offline noch ein bisschen. Was ich jetzt nicht für die Let's Plays verwende, um einfach so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und ein bisschen, noch ein bisschen was zu lernen. Nochmal grundsätzlich. Wir hatten jetzt aber keine gelagerten Tiere, das ist schon mal gut. Das heißt, die wurden irgendwie alle verkauft, das passt. Und wir gucken jetzt mal, weil hier stehen immer noch welche rum. Die schieben wir auch mal ein bisschen zur Seite. Und die hier stehen auch noch rum. So. Damit die mal wieder hier ein bisschen in Bewegung kommen, die guten. Wir haben jetzt das Tier, das ist auch okay soweit. Und der wird hier erstmal behandelt. Zack, und damit ist er auch behandelt und wieder gesund und fit. Sehr gut. Genau, also wir machen hier im Park wirklich, wirklich, wirklich langsam. Wir machen im Moment einen Gewinn von 6.000. Ab 6.000 pro Monat. Das kann natürlich auch mal wieder mal schwanken wegen Instandhaltung und so weiter und so fort. Schauen wir mal eben, was die Forschung macht. Ah ja, wir haben was reingeschaltet. Hui. Wir haben drei Gegenstände für die Tapire entdeckt. Und zwar besseres Futter und irgendwas zum Spielen, glaube ich, auch noch. Gucken wir eben. Gehen wir ins Gehege rein, in den Filter, damit die Tapire auch was zum Spielen haben. Damit das kleine Baby-Tapir auch was kriegt. Wo haben sie denn? Tapir, Tapir, Tapir. Wo sind sie denn? Da. Warum sehe ich sie jetzt gerade nicht? Bin ich wahrscheinlich wieder vorbeigescrollt, ne? So kennt man mich. Der Fanta, ey. Königsticker Mann drin, mittelamerikanische. Ach, da, mittelamerikanische. Ja, so, gucken wir mal. Okay. Wir haben die Bälle, haben wir. Das Fass haben wir. Den Sprinkler haben wir auch. Ich glaube, da haben wir schon alles freigeschaltet gehabt. Den Pappkarton haben wir auch, ja. Sieht gut aus, das heißt, wir müssen hier eigentlich erstmal gerade nichts mehr tun in diesem Gehege. Wir haben schon wieder einen schwangeren V. Verdammt. Wir gucken mal. Das ist ein goldener hier. Ja, ist okay. Lebenserwartung nicht ganz so optimal. Bei dem ist die Lebenserwartung auf 100%. Das heißt, ich packe jetzt mal den hier, packen wir jetzt mal ein hier. Zack, weg damit erstmal. Hier haben wir noch ein Männchen. 13,1 Jahre. Ja, der wird auch mal weggepackt hier. Auch mal verschiffen, damit wir ein bisschen hier Ordnung reinkriegen. Der hat hier irgendwo, oh ja, der kommt auch weg. Zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt hier. Der hier, ja, kann auch. Der wird auch mal eingepackt. Und, die Gute hier ist schwanger. Der ist hier ausgewachsen. Den packen wir auch mal weg. Wir haben so viel Nachwuchs hier im Gehege. Das heißt, wir können halt locker ein bisschen was wegpacken. Auch ja, die Adult Population passt jetzt hier auch. Das ist okay. Ja, hier haben wir noch Nachwuchs. Also da kommt einiges an Nachwuchs nochmal jetzt mit rein. Hier oben.
Ja, das ist eigentlich ein super V, wenn die Immunität nicht auf 0% wäre. Deswegen hat er auch nur eine Bronzebewertung. Schade. Was ist nicht wild? Es gibt jetzt, ich habe eine Möglichkeit herausgefunden, Tiere. Ah, ja, was freigeschaltet. Nochmal zwei Gegenstände für den Tapir. Das war jetzt. Nochmal ein Spielzeug? Moment. Gucken wir mal eben. Ah, hier die Reibetafel. Ja. Kommt, ihr lieben Tapire, dann kriegt ihr so eine schöne Reibetafel jetzt hier nochmal ins Gehege. Einmal hier eine hin. Und dann auch vielleicht nochmal hier direkt am Gehege bei den Besuchern. Ja, wenn das hier irgendwo passen würde. Immer hier so auf. Zack. Gut, und genau, ich wollte zeigen, wie man Tiere relativ einfach loswerden kann. Ach Gott, jetzt haben wir schon den Forschung freischalten. Nochmal Tapire. Das waren die letzten beiden Wissenseinträge. Gucken wir die Zoopedia nochmal fix nochmal rein. Oh, warte mal, der Tapir kriegt gleich Babys. Hier kurz Pause. Genau, Tapire pfeifen, um miteinander zu kommunizieren. Tapire sind aufgrund ihrer abwechslungsreichen Ernährung und ihrer langen Strecken, die sie auf Futtersuche zurücklegen, ausgezeichnete Verteiler von Samen. Okay, interessant. Tapire sind großartige Schwimmer und verbringen den Großteil ihrer Zeit im Wasser. Wenn sie schwimmen, fungieren ihre Greifrüssel als Schnorchel. Gut, dass wir hier so ein bisschen was zum Schwimmen auch gebaut haben für die Tapire. Hm, da ist ja schon der Nachwuchs. Da ist der Baby-Tapir. Oh, guck mal, wie süß der ist. Der ist so süß. Dafür machen wir gleich einen Screenshot, dass wir dann nicht das Vorschaubild. Haha. Zack. Sehr gut. Ja, der Tapir-Nachwuchs ist da. Wir lassen natürlich mal die Zeit auch mal weiterlaufen, damit wir mal sehen, wie sich das Ganze, wie sich bewegt. Und Größe 41%, Lebenserwartung 58%, Fruchtbarkeit 83%, Immunität 66%. Ist ganz okay. Da kann man auf jeden Fall aufbauen dran. Und die beiden sind auch happy. Ja. Mutter und Kind hier miteinander vereint. Und wir sind auch jetzt live mit dabei, wenn ihr das erste Mal auf Erkundungstour geht hier. Zum ersten Mal das Gehege anschaut. Da zeigt er sich zum ersten Mal den Besuchern. Oh, wir sind beim Sprinkler. Ich hoffe, der Kleine fühlt sich wohl hier. Ja, fühlt sich wohl? Ja, erstmal ein bisschen was fressen hier, ne? Ja, da stehen die Leute natürlich auch Schlange. Und gucken. Auf jeden Fall wunderschönes Tier. Schön animiert auch. Und die Mutter guckt natürlich auch, dass das Kleine da keinen Unsinn macht. Da wackelt es auch ein bisschen mit den Ohren. Und hat jetzt schon einen dicken Bauch. Ja, super. Scheint, dass der Zoo hier wirklich in Ordnung ist. Genau, die Qualität der letzten Mahlzeit vielleicht nicht so optimal. Naja, da arbeiten wir mal dran. Und hier ist, was ist denn hier los? Die wollen alle den Tapir sehen. Die wollen alle, dass da ein Tapir-Baby sehen. Aber ist hier auch noch Platz. Die können ja hinstellen, Jungs und Mädels. Da können die den Tapir auch sehen. Und ja, da wird fleißig gespendet. 2400 haben wir hier schon gemacht. Hier haben wir 3700. Hier haben wir 1200 gemacht. Also, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben die Forschung jetzt auch für die Mandrill haben wir durch, für den V haben wir durch und auch für den Tapir haben wir durch. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich schon die nächsten Tiere langsam mal holen. Aber ich wollte euch immer noch mal zeigen, wie man Tiere los wird. Und zwar, man geht hier im Zoo auf Tiere. Und dann gucken wir einfach mal. Und zwar sortieren wir den Ort und sehen, ah, hier sind welche im Handelszentrum. Also, die hatten wir aussortiert. Zack. Und hier können wir jetzt einfach sagen, freilassen. Dann lassen wir sie in der Natur frei, kriegen jetzt nur in Anführungszeichen 4 Arterhaltungspunkte, aber wir lassen sie einfach los und schon sind sie weg, ohne dass man irgendwie umständlich und viel klicken muss. Das funktioniert mit dem Auktionshaus leider nicht, aber zumindest können wir sie in der Natur freilassen. Und was macht unser kleiner Babytapi hier? Der schwimmt. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, er geht nicht unter, ich hoffe, er trinkt nicht, die Mutter ist auch nicht in der Nähe. Ganz schön mutig, der Kleine. Ganz schön mutig. Du schaffst das, komm. Ja, noch ein kleines Stück. Raus aus dem Wasser. Oh. Ja, wunderbar. Ist ja auch rausgekommen.
Das Hauptproblem bei den Tapien ist jetzt wirklich, was heißt das eigentlich? War das ein Männchen oder ein Weibchen eigentlich? Gucken wir mal. Das ist ein Männchen. Das heißt, unser jetziges aktuelles Männchen müsste dann wahrscheinlich aus dem Zoo raus. Ja. Und, weil der, unser Weibchen ist ja eigentlich ganz gut dabei. Vielleicht gibt es aber auch noch Nachwuchs. Und wir machen noch ein zweites Gehege für die Tapire. Das kann man natürlich auch nochmal überlegen. Weil sobald er hier ausgewachsen ist, der Kleine, hat er auf jeden Fall ein Problem mit dem Vater hier. Das wird dann ein bisschen Stress geben, vermute ich mal. Dieser Baum hier guckt ein bisschen raus. Das stört mich gerade. Den müssen wir ein bisschen woanders hin platzieren. Packen wir mal hier hin. So. Kommt der Tapir jetzt aus dem Wasser raus? Ja, sieht gut aus. Hat er geschafft. Das erste Bad. Erfolgreich überstanden. Während hier die Mutter nochmal eine kleine Dusche nimmt. Schön über den Sprinkler rüber. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was wir für weitere Tiere noch in den Park uns reinholen. Wir schauen uns erstmal auch nochmal die Technikerforschung an. Da können wir bei den Mitarbeitereinrichtungen, wir haben ja schon die große Tierpfleger, da haben wir ja schon freigeschaltet. Wir haben die Transportfahrgeschäfte, haben wir auch schon. Wir könnten mal schauen, und zwar bei den Gehegen. Jetzt haben wir einen Techniker drauf, dass wir noch ein paar neue Gehege bekommen. Also neue Gehegearten auch. Damit wir vielleicht auch mal das ein oder andere gefährliche Tier uns hier reinholen können. Was machen die Mandrill hier? Die sind aber auch noch gut drauf, soweit. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal eben. Ja, Lebensqualität. Brauchen wir vielleicht ein bisschen besseres Futter. Ja, ansonsten soll es aber passen. Die Population passt so langsam. Also auch das funktioniert. Hatten wir hier nicht noch Babys? Doch, hier. Da ist unser kleines Mandrill-Baby. Leider nicht ganz so gut. Aber naja, es bringt uns eine sehr, sehr gute Bewertung in den Park rein. Und somit auch neue Besucher und mehr Besucher. Und wir schauen jetzt mal, was für Tiere wir uns vielleicht nochmal holen können. Gut, natürlich vorwiegend nach Tieren, die ich vielleicht noch nicht hatte. Und ich orientiere mich da auch ganz gerne vielleicht mal am Bargeldverzeichnis. Ja. So eine Reppen- oder Rattenantilope habe ich bisher noch nicht gehabt. Da könnten wir uns mal zwei Weibchen mal holen. Und gucken mal, ob wir da nochmal ein Männchen kriegen. Wo haben wir denn die Rappenantilopen? Die rappenden Antilopen. Da, Rappenantilope. Noch ein Weibchen? Ja, komm. Nee, ich guck erstmal, wie viel. Was ist überhaupt hier die. Wie viel wir uns davon holen können, ohne Probleme. Warmes. Da. Sind nicht gefährdet, hätte mich auch stark gewundert. Ein Männchen und bis zu 10 Weibchen. Dominantes Alpha-Männchen, Familienhierarchie bei den Weibchen. Das ist doch okay. Sehr gut. Dann schauen wir, würde ich mal, ob wir noch ein Männchen finden. Da sagen wir, hier ist es leider immer noch nicht alphabetisch sortiert, das wäre natürlich schön. Aber irgendwann werde ich auch wissen, wo die einzelnen Tiere sind. So, und jetzt gucken wir mal. Boah, das ist halt, die sind aber auch teuer, ey. Hier ist ein Männchen für 60, für 40. 300, ich glaube, es geht los, ey. 150, ne. 25, hier, aber oh, schon 14 Jahre alt. Nee. Nein. Männchen für 50, 2,6 Jahre alt. Ja. Ja, hier ist ein Silberner für 40. Mit denen nochmal. Haben wir bekommen. Sehr gut. Ja, dann bauen wir mal ein Gehege für unsere Antilopen. Und jetzt schaue ich gerade mal, wo wir das am besten hinplatzieren. Wir haben ja hier haben wir die große Tierpflegerhütte. Das heißt, es würde eigentlich Sinn machen, wenn wir das Gehege hier in die Richtung so bauen.
Und dann würde ich sagen, bauen wir es einfach mal erstmal. So, wir brauchen dazu Barrieren. Eine Glasbarriere. Die schließen wir direkt hier an. Machen wir 5 Meter Länge. So, aus Glas das Ganze, bitte. So. Und jetzt machen wir einfach eine normale Biegung. Mal so. Und dann gehen wir jetzt hier mit der Winkelausrichtung weiter. Oder auch nicht. Das kriegen wir auch so hin. Wir müssen jetzt ein bisschen nach hinten ziehen. Ich denke mal, sollte ganz gut passen. So, 90 Grad und eine Länge von 10 Metern. 10. Und, wow, wobei das ist halt echt nicht viel, ne? Gehen wir ein bisschen so in die Richtung hier rüber. Und den Anschluss hier direkt. Ich denke mal, das sollte von der Größe her eigentlich passend sein dann. Und ich tippe mal darauf, dass die Redmantilopen nicht unbedingt so ausbruchfreudig sind. Das heißt, wir können uns hier den gesamten Zaun markieren. Also den Glaszaun hier vorne an der Ecke. Und jetzt hier einfach die Höhe. Einfach ein bisschen senken. Machen wir mal 3 Meter. No, wobei, wir gehen mal auf... Wobei, ich glaube 1,50 ist zu wenig. Wir versuchen es mal auf 3 Meter. Okay, 3 Meter 1. 3 Meter 1. Und hier, wir hatten jetzt schon letztens rausgefunden gehabt, wir können die Barriere wölben. Und da hatten wir gesagt 20 und 45. Nee, das sieht doof aus. 45 und 20 vielleicht. 45, 20. Ja, das passt. Und hier nehme ich genauso Barriere wölben. 45 und 20 der Endwinkel. Dann brauchen wir natürlich noch einen Eingang, also einen Gehegeeingang. Den platzieren wir hier hin. Und wir brauchen noch Wege. Den Mitarbeiterweg hier. Und dann sollte das nämlich auch soweit passen. So, dann würde ich sagen, packen wir die Antilopen mal rein und schauen, was sie brauchen. So. Erstmal die Mädels rein. Zack. Und dann bringen wir natürlich auch nochmal den Bock mit rein. Der auf den Namen Pumba hört. So, da werden sie auch schon rein transportiert. Dann schauen wir gleich mal, was wir im Gehege noch machen können. Damit es ein bisschen hübsch aussieht. So, wupp. Und schon ist die erste Rappen-Antilope da. Yay. So. Pausieren wir das Ganze. Ja, da krieg ich gerade gleich eine Kiste auf den Kopf, ne? So. Da können wir, glaube ich, einen schönen Screenshot von machen auch noch. Wupp. Das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht haben wir einen zweiten auch nochmal sicherheitshalber. So. Und jetzt schauen wir mal, was die gute Rappen-Antilope hier sagt. Also, Fläche reicht vollkommen aus. Die brauchen definitiv mehr kurzes Gras. Wer hat geglaubt? Also irgendwie brauchen alle Tiere kurzes Gras. So. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch ein wenig Erde. Ja, so langsam nimmt unser Zoo wirklich Fahrt auf und die Rappen-Antilopen sind da. Woo! Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Das wird großartig. Also es macht echt Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da. Schreibt gerne die Meinung in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, eure Metalizer. Woo!